Und damit herzlich willkommen zurück zu Call to Arms, Talvisot, Call to Arms, Gates of Hell, Ostfront, Talvisot DLC. Es gibt die Finnen jetzt auch in Spät und wir sehen uns als nächstes, nachdem wir uns in der letzten Folge, Link oben in Infokarte, Wer macht Nachschub 2 angesehen haben, wo wir den Hotchkiss-Panzer mit dem Wurfrahmen leider nicht begutachten konnten, werden wir heute uns verteidigen und zwar mit der Karelischen Mauer. Wer das nicht weiß, Karelien ist sozusagen der russische Teil, der noch hinter Finnland liegt. Das Ganze ist ja dieser riesige Schlong über Europa mit Dänemark, Schweden, Norwegen, Finnland und dem russischen Teil. Und dieser russische Teil nennt sich Karelien. So, dann wollte ich gucken, dass wir dieses Mal nicht unbedingt nachts starten, aber ich glaube, das kann ich... Nee, doch hier, erweitert. Achtung, das wird deine Spielerfahrung verschlechtern. Aber hier ist es gar nicht. Ergebnisse? Nee, das ist wahrscheinlich das Ergebnis vom letzten Spiel. Ach, wir drücken einfach die Daumen und gucken einfach. Nachtkampf ist ja auch gar nicht so schlecht, das ist ja schon interessant. Dann Einheiten, also ein Schlachtfeld zu haben, wo die Einheiten dann nicht so weit sehen können. Das ist ja auch so bei Jagged Alliance. Bei Jagged Alliance spielt sich ja auch der Nachtkampf ganz anders als der Tagkampf. Das sind ja quasi zwei verschiedene Spiele. Hier scheint es nicht ganz so schlimm zu sein. Und es war ja eher zum Vorteil für uns, denn die Sowjets haben in Spät natürlich auch richtig dicke Sachen, wie die ISU 122 aus dem letzten Video, die auch eine ziemlich große Reichweite haben. Ich glaube, hätte das Ganze am Tag gespielt, hätte ich nicht so gut abgeschnitten. Und wir haben diesmal scheinbar Tag und wir gehen am besten her und machen hier das mit der Aufklärungsgruppe, denn ich meinte, da waren schon Maschinenpistolen drin, oder? Ich habe mal wieder ein Gedächtnis wie ein Sieb. Genau, eine Maschinenpistole war da drin, das ist ein relativ schlechter Trupp, aber der kommt dann hinter die Mühle. Wenn jetzt ein Maschinengewehr drin wäre, hätte ich gesagt, es kommt hier an die Mühle. So, dann gehen wir her und nehmen uns eine LMG-Einheit, da ist kein Lati Saloranta drin, sondern da ist ein DP drin. Und dann nehmen wir uns hier eine ganz normale kleine Hilfseinheit und stellen die hier an den Felsen. Und dann gucken wir mal, dass wir uns ein Geschütz ersparen. Das Ding war in der letzten Folge gar nicht so schlecht, aber in der letzten Folge sind die Sowjets eigentlich auch eher mit nicht so gut gepanzerten Sachen gekommen. Deswegen würde ich, glaube ich, eher wieder hier auf das Knicki hier sparen. Okay, das ist ein bisschen teurer. Das ist auch besser. So, gucken wir mal. Wir haben hier Ingenieursgruppe. Schwere Ingenieure. Die schweren Ingenieure können so einen kleinen Bunker bauen, das weiß ich. Ah, und hier ist das Geschütz mit der ganz langen Nummer. Das 0230-40. 120mm Mörser, KW-1E, oh, ein Prototyp, den kenne ich gar nicht, und das sind zwei Geschütze. Das hier ist ein relativ normales Geschütz, ansonsten die Vickers-Panzer brauchen wir nicht. So, das Fahrrad. Geil, das hier ist manchmal ganz praktisch, das ist so ein kleines Ding mit dem MG drin, aber ich glaube, wir holen uns eher Knicki. So, Knicki geht mal nach hier vorne, und Knicki wird dann am besten mal von einer Schützengruppe beschützt, damit die Schützengruppe dann auch weiter nach vorne kann. Bitte nicht stehen bleiben, ihr geht in den Nahkampf. So, bitte, bitte hier hin. Bitte die Sowjets ignorieren und hier hin. Damit die Sowjets am besten hier um die Ecke kommen und dann von dem Typen mit der Sumi-KP-Maschinenpistole sofort über den Haufen gemäht werden. Okay, das müsste ein T-70 sein. T-70 ist für Knicki, glaube ich, kein Problem. So, noch ein paar Punkte und ich habe die Schützengruppe. So, Schützengruppe hier hin. Da ist ein MG drin in Form eines DPs. Gut, jetzt habe ich die Gruppe aber zerpflückt und so, wieder zusammengesetzt. So, hier ein bisschen schneller Einstellung, ein bisschen früher Einstellung. Bist du ein T-70 oder T-70M? Du bist ein T-70. Der dürfte kein großes Problem sein. Das sind diese Cutesy-Panzer. Die haben auch eine interessante Geschichte. Und zwar waren die ursprünglich mal gedacht als Schwimmpanzer. Dadurch Sowjets aber ganz schnell ganz viele Panzer brauchen, man diese kleineren Panzer in kleineren Werkshallen produzieren kann, haben die irgendwann auch versucht, relativ normale Kampfpanzer in dieser Größe zu bauen. So, der ist schon ausgeschaltet und wenn ich Glück habe, kann ich soweit vorrücken und mir den snabeln. Okay, dem geht es nicht so gut. Ich würde mal sagen, wir machen mal diesen Reserveschützen-Trick. Und zwar nehmen wir die und gehen mit denen... Wo war das denn noch genau? In diese Bretter, gehen mit denen hier hin und gehen dann mit den Brettern, kommen dann von hier oben, nehmen diesen Stein als Deckung und behaken hier die Mühle. Das ist ein Trick, der dauert immer ein bisschen, aber der ist relativ wirkmächtig. So, das sieht gut aus.
So, ich würde aber erstmal Knicki nachziehen, bevor ich mit denen weiter vorrücke. Okay, Knicki hat auch schon ein Sternchen bekommen. So, wie sieht's aus? Ich hätte nämlich auch ganz gern. Ich glaube aber, ein DS39 ist sehr teuer. Soll ich aus Meme-Gründen mal ein Maxim-MG holen? Aber das Maxim-MG kann man nicht so schön in den Krater stopfen. Deswegen würde ich eher das DS39 holen. Die Mini-Dashka. So, hier rein. So, hier, ich hoffe, die haben nach links und rechts geguckt, bevor die Straße überquert haben. Und das nächste kommt. Ach so, das ist diese komische Kiste. Die T-Nummer. T27? Ja, T27 ist richtig. Ich habe richtig Probleme, die ganzen T-Nummern auswendig zu lernen. Okay, wenn hier aber Infanterie kommt, kann man das Ding auch ganz gut auf HE umstellen. So, ihr dann ein bisschen weiter nach vorne. Leider ist die Deckung hier vorne ein bisschen schlechter. Aber das Ding hier alleine mit der Infanterie zu lassen, ist auch keine so gute Idee. So, die sind noch nicht ganz da, wo sie hin sollen. Das Ding ist übrigens nur ein Kasten mit einem MG drin, da braucht man gar keine Angst vor haben. Das ist eine sogenannte Tankette. Und zwar kurz nach dem Ersten Weltkrieg haben viele Länder wirklich gedacht, dass Tanketten jetzt so richtig der geile Scheiße. Mal gucken, ob das Ding schießen kann. T auch. Feuer geht eigentlich. Die haben wirklich gedacht, dass kleine Panzer mit Maschinengewehren drin der nächste heiße Scheiß sein werden. Kann man heute nicht mehr so ganz gut nachvollziehen. So, ihr erstmal hier ins Gebüsch. Genau, man kann Truppen auch hier einfach im Gebüsch lassen. Wenn man sich das genau anguckt, ist das hier so ein Hügel. Und wenn die hier stehen, müssen die Sowjets immer erst hier über diesen Hügel drüber. Und die Tankette ist schon im Eimer. So, weiter vorrücken und dann einfach eine Hilfseinheit holen und hoffen, dass wir diesen Panzer hier repariert kriegen. Das ist zwar auch eine kleine Glaskanone, aber geschenkter Gaul, dem schaut man nicht ins Maul. So sieht das gut aus hier. Ja, sehr gut, die haben von sich aus auch schon wieder umgestellt auf Panzerbrechen. Ist aber hier nicht so gut, weil da noch relativ viel Infanterie rumdümpelt. So, wie sieht's aus? Schwere Ingenieure, genau, die können wir mal holen. Am besten stellen wir die dann hier erstmal hinter das Rohr und bauen dann mit dem später hier einfach einen Bunker hin. Das ist relativ gemein, das zu tun. Aber ich glaube, in deren Bunker passt auch nur eine Infanterieeinheit rein. Aber wenn die gut ist, macht das ja nichts. So, du kannst schon mal anfangen hier mit der Reparatur. Das läuft ja erstaunlich gut. Aber es ist wahrscheinlich nur die Ruhe von dem Sturm. Und ich glaube, die brauche ich auch gar nicht weiter vorziehen, weil die hier das sowieso einnehmen. Okay, wir sind hier. Ah, die Sowjets sind hier irgendwo. Und die Sowjets sind bei der Mühle jetzt in der Überzahl. In einer richtig großen Überzahl. Ja, und die kommen schon. Die kommen schon. Also die kommen von sich aus. Von da habe ich kein Problem. So, jetzt bräuchte ich hier irgendeinen Infanteriekiller am Start. Aber ich habe alles ausgegeben. So, hier sind die schweren Ingenieure. Die sind hier Schaufel-Betonbunker. So, dann bauen wir hier einen Betonbunker. Gucken, ob die das auch machen. Die Ingenieure sind ein bisschen buggy. Manchmal funktionieren die nicht so ganz so gut. So, und das Ding hat dann natürlich auch hier, ich würde sagen, so. Das Ding wird natürlich auch von dem Bunker beschützt. Der Bunker braucht allerdings eine ganze Weile. Von daher hoffe ich, dass hier alles klar geht. Ach so, hier war eine Hilfseinheit. Und hier kommt was nächstes auf Rädern. Das ist wieder ein Valentine. Ich glaube, das ist aber schon Valentine 9. Der hat die längere Kanone, oder? Valentine 9. Okay, mein Gedächtnis ist doch ein bisschen besser, als ich das denke. Und ihr beide geht hier hinter den Tisch. Das ist tatsächlich Tisch. Okay. So, Tische sind in der Realität keine Deckung. So. Sieht er was? Okay, ich würde mal sagen, dann gehe ich mit ihm hier doch eher mal hier hin. Es müsste ganz gut gehen. Es ist auch ganz gut Zeit dafür. Okay, mein Bevölkerungslimit ist voll. Sind ja trotzdem noch nur noch minus 7. Was auch relativ fies ist, wenn man hier hinter diesen Stein Scharfschützen stellt. So viel, wie viele sind noch übrig davon? Ich würde einfach warten, bis er sich hier verzieht. Denn ich nehme ja gerade das ein. Das ist jetzt nicht so schlimm. Der Valentine hat irgendwas Größeres kaputt gemacht. Ach, nur ein Palade und Richtschützen. Das ist jetzt nicht so schlimm. So, haben die denn Panzerabwehrgranaten dabei? Nein, die haben aber Rauch. So, schnell einrauchen.
einfach hier hin. Vor Panzern manchmal einfach weglaufen. Das ist manchmal einfach das Beste, wenn vor Panzern einfach wegläuft. Aber der sieht den Valentine nicht. Das gefällt mir nicht. So, der Bunker braucht noch ein bisschen. So, ich glaube, der Valentine... Es ist ein bisschen komisch bei den Valentine-Panzern. Die ersten Valentines sind besser gepanzert als die späteren. Der ist hier nur bis 65. Oh, der hat den hier. Dreck, jetzt hätte ich wahrscheinlich nicht machen sollen. So, nehme ich ganz normale Vögel und bemanne das Ding hier neu. Das war jetzt sehr, sehr ungut. Aber wir kriegen die Mühle wieder, weil er hier mit seinen Truppen abrückt. So, jetzt habe ich hier einen Bunker, wo ein Typ reinpasst. Ein Typ mit einer Pistole. Okay, er hat... So, I feel lucky. Ist das der Valentine ohne MG? Lass mal gucken. Ich glaube, der letzte Valentine hat kein MG mehr. Das hier könnte ein Sichtschlitz sein. Leider keinen hohen IQ in Panzern. So, dann gucken wir mal, ob... Nein, hat es leider nicht geschafft. So, haben wir mittlerweile eine Erhöhung. Schwere Ingenieure, Ingenieursgruppe. Ich hätte gern das Ding. Nur noch 2 Minuten ist gut. Aber ich glaube, das Ding ist ein Feldgeschütz. Aber es ist, glaube ich, auch brauchbar gegen Panzer. So, ich habe noch einen Ingenieur. Was kann der sonst noch bauen? Ach, so eine Trench-Kasematte. So ein Panzersandkasten. Keine Ahnung, mir fällt das Wort nicht ein. Ich nenne es einfach Panzersandkasten. So ein Panzersandkasten. Ist natürlich doof, dass ich keinen... Ach doch, ich könnte ein Stuxi-Cute... Ja, Stuxi-Cute ist gar keine so schlechte Idee. Dann stecke ich das Stuxi-Cute erstmal hier hin und warte dann, bis der Panzersandkasten fertig ist. Übrigens ist dieses Stück hier, ich hatte ja gesagt, das hier vorne, weil das hier vorne rund ist, ist das was anderes. Das stimmt nicht. Das hier vorne, das Runde, ist aufgegossener Beton. So, jetzt habe ich natürlich, jetzt brauche ich natürlich einen für den Bunker. Am besten nehme ich mir hier eine LMG-Einheit und die geht dann hier in den Bunker. Bunker, den ich nicht auswählen kann, weil ich gerade nicht weiß, was da drin ist, weil das Dach nicht ausgeblendet wird für mich. Unverschämtheit. So, und der Valentine wird immer frecher. Das heißt, ich werfe einfach mal eine Rauchgranate vor ihn hin, damit er nichts mehr sieht. Oh, das ist neu. Das hat nicht ganz so gut funktioniert. Versuchen wir es nochmal. So, ist er weggenebelt. So, was ist mit denen? Das Geschütz ist eigentlich in Ordnung, aber die sehen ihn wahrscheinlich nicht. Trotzdem kann mal einer aussteigen und reparieren. Ich glaube, das MG kann ich nicht da reinstellen. Ich glaube, da muss wirklich ein Mensch rein. So, der ist fleißig dabei, dem Stuxi-Cusi einen schönen Sandkasten zum Spielen zu bauen. So, dich brauche ich und zwar sollst du da rein. Du sollst da rein, nicht schießen. Dann sollst du dich hier hinstellen. Genau, dann kann er nämlich da rausfeuern aus diesem kleinen Bunker. Leider passt da nur einer wirklich gut hin. Nee, das scheint so eine Ausbuchtung zu sein. Ich dachte gerade, das ist auch eine Schießscharte, aber hier gibt es leider nur eine Schießscharte. So, ich glaube, den Valentine sehe ich selber jetzt nicht mehr wegen des Rauches und das ist weiter so ein Flakbus. Ein Gatz AAA mit einer 72K drin, die Infanterie sehr gefährlich werden kann. So, wie sieht's aus mit dem Spielsandkasten für Stuxi-Cutsi? Übrigens denke ich, dass dieses Stuxi-Cutsi hier genau nach einem anderen Stuck gemodelt ist, welches sich im schwedischen Armee-Museum befindet, wo, glaube ich, Lindy Bash ein Video zu gemacht hat. So, ab hier rein. Bisschen weiter nach vorne, das mache ich am besten per Direktsteuerung. Okay... Das sieht gut aus. So, raus da. Noch die Munition anders einstellen. Am besten auf Heat. Heat ist immer relativ cool mit Stuxi-Cutsis. So, kann der hier noch was bauen? Irgendwann können die nämlich nichts mehr bauen. Irgendwann sind deren Punkte halt verbraucht. Okay, noch ein Bunker. Dann baue ich noch einen Bunker. So, hier hin. So, verschönern wir die Landschaft. So, machen wir hier den Enver Hodger. Machen wir hier einen auf Albanien. Bauen wir einfach alles mit Bunker voll. Ja, der Valentine lebt noch. Aber ich glaube, wenn ich hier einfach eine Panzerabwehreinheit hole und die gleich in den Bunker stopfe, müsste sich das erledigen. Aber ich sehe, wir verlieren das hier. Okay, die Punkte wurden noch nicht erhöht. Von da gehe ich am besten einfach mal mit der ganz normalen Hilfseinheit hier hin.
Und mal gucken, habe ich noch Punkte für einen Flammenwerfer? Ne, wir haben ja nicht mehr Nacht, von da ab sind Flammenwerfer nicht mehr so ganz so mächtig. So, die Mühle gehört immer noch uns. So, genau, das war ein Flakbus, der hier rumeiert. Wie sieht's hier aus? Okay, das Geschütz ist gelb, das heißt, es ist einfach nur unpräzise. Aber ich habe dem doch eben schon gesagt, dass er das reparieren soll. Und ich glaube, der Ingenieur, der den Bunker bauen sollte, wurde gerade vom Valentine erledigt. Oh, und ich glaube, nein, ich habe für dich keine andere Aufgabe. Ihr sollt nämlich den Valentine ausschalten. Soll ich versuchen, das händisch zu machen? Kann der durch diese kleinen Löcher da schießen, ist die Frage. Ich weiß nicht, ob er es kann, aber er hat den Valentine schon ausgeschaltet. Okay, die Panzerschrecks, die fand ich, als ich das letzte Mal Wehrmacht gespielt habe, waren die sehr, sehr leistungsschwach. Die scheinen irgendwie verbessert worden zu sein. So, okay, wenn er da durchschießen kann mit dem Panzerschreck, soll es mir recht sein. Dann kann er aber wahrscheinlich auch mit dem Musin hier durchschießen. So, dann brauche ich nochmal zwei ganz normale Dudes, um Knicki am Laufen zu halten. Wohnerhöhung immer noch nicht ausstehen. Schwere Ingenieure könnte ich mir nochmal holen. Ich glaube, bringt mir aber nicht viel. Ich glaube, ich warte einfach bis noch fünf Leute von mir umfallen und hole dann das Ding. Obwohl, ich glaube, das war gar nicht so gut. Was kann ich denn sonst noch holen? Dieses komische Ding ohne Schützenschild bringt es nicht. Mörser sind ja meistens eher Cheerleader, die ich gerade nicht brauche. Obwohl, es sieht eigentlich auch sehr gut aus. Ich frage mich, ob ich nochmal versuchen soll, ihn hier zu reparieren. Ich glaube, das war nicht so gut. Wo sind denn 107 und 105? Ja, die kosten sehr viel mehr. Das ist das Flakgeschütz. Ich guck mal hier. Ah, sehr gut. Ich glaube, ich hole einfach mal das Geschütz hier ran. Tu das aber hier hin, weil ja schon Stuxi-Cutsi steht. Und hol mir hier nochmal eine ganz normale MG-Einheit, um hier auf das Rohr aufzupassen. Und dann müsste ich eigentlich alles soweit gut verteidigt haben. Ich habe nämlich Stuxi-Cutsi fast vergessen. Okay, Knicki ist auch wieder am Laufen. Am Laufen dran. Und da kommt was Dickes. Was ist das? Mal gucken auf die Räder. Uah, jetzt wurde es ausgeblendet. Man kann die Dinger immer an den Rädern erkennen. Das Ding hat ausfüllende Räder und das sieht so aus wie ein... Das müsste dann das Ding sein auf T-34-Basis. SU-122. Ah, nein. SU-85. Okay, das hat einfach nur das Ding ausgeschaltet. Okay, Stuxi-Cutsi geht's noch gut. Das ist auch viel zu weit hinten. Oh, der Bunker kann scheinbar zerstört werden. Ihr Team ist am Gewinnen. Oh, wir sind schon dabei zu gewinnen. Das ist ja sehr gut. Da oben ist ein DT drauf, oder? Ja, da ist ein DT drauf. So, das Ding braucht eine Weile. Das ist relativ lahm dabei. Oh, den Prototypen. Okay, holen wir mal den Prototypen. Das ist wahrscheinlich das, was die meisten interessiert. Okay, die drehen das um. Das ist eine Pack mit wegklappbaren Beinen, mit einem richtig steilen Schützenschild. Und das wird auch angezeigt als K44. Okay, es ist eine mittlere Pack. Ich würde mal sagen, wir stellen es mal hier hin. Ist der Baumstamm bestückt? Nee, dann werde ich mal den Baumstamm bestücken. Das scheint was indigen Finishes zu sein. Und es sieht richtig witzig aus, auch das mit den zusammengeklappten Beinen. Und es wird irgendwie am Rohr transportiert und es hat eine richtig stylische Mündungsbremse auch. So, was machen die? Also am besten auf HE umstellen. Sieht doch alles sehr gut aus. Das Ding tut nicht viel. Die SU-85 mit der D5S drin. Okay, das ist Maschinengewehr ausgefallen. Das ist... Ah, okay, das ist ärgerlich. Da ist keiner mehr drin. Also ganz normal Leute holen. Um das Ding hier wieder zu bestücken. Aber noch ein paar Sekunden. Und wir sind durch. Wir haben schon wieder gewonnen. Und das sogar
gegen eine KI, die nicht auf einfach steht, sondern auf Durchschnitt, KI-Durchschnitt. Ja, sehr geil. Wir haben gewonnen und gucken uns nochmal im Detail an. Wer waren denn die Besten? Schütze, Panzerjäger, genau, der hat ein Fahrzeug ausgeschaltet, also den Matilda, und ist damit sofort bei 572%. Dann haben wir noch einen MP-Schützen, das wird wahrscheinlich einer gewesen sein. Okay, der hat nur eine Infanterie ausgeschaltet und hat damit sofort eine Effektivität von 450%. Wahrscheinlich hat er was richtig Teures ausgeschaltet. Garantiert einer, der hinter der Mühle gestanden hat. Hinter der Mühle stand. Dann hier das DS war noch sehr gut. So, Knicki war damals, war diesmal nicht so ganz so auf der Höhe. Und Stuxi Cutie hat auch nur drei Infanteristen ausgeschaltet. War wahrscheinlich ein bisschen zu weit hinten. Aber wir haben relativ gut gepusht und die beiden Dinger sind leider überhaupt nicht zum Einsatz gekommen. Verschwendete Punktzahl. Ja, von da würde ich sagen, mit 21 Minuten war das auch ein ganz gutes Video. Falls ihr dann das nächste Video zur Doktrin Präzisionsschläge nicht verpassen wollt, könnt ihr jetzt hier meinen Kanal abonnieren, könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren. Dann nochmal der Hinweis auf meinen Linktree, wahrscheinlich unten in den Video, unten in den Kommentaren angepinnt mit allen meinen wichtigen Social-Media-Auftritten. Genau, das nennt man komischerweise Auftritte. Dann nochmal vielen Dank fürs Zusehen und bis zur nächsten Folge.